Wer im Frühjahr erstmals mit Rad- und Hundeanhänger raus will, sollte seinen Hund bereits im Winter daran gewöhnen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund gerne mitfährt, auch bei ängstlichen Exemplaren größer. Es wird hier nicht um das Training selbst gehen, sondern um ein paar Dinge, die zu beachten sind. Ich zeige es euch hier anhand von unserem umgebauten Kinderanhänger. Dieser hat entgegen anderen Modellen hier unten die Achse, wo normal die Räder drinnen sind. Andere sind plan. Das ist natürlich super, weil die kann man einfach hinstellen und sie stehen flach auf dem Boden. Bei diesem hier muss man ein bisschen tricksen. Also erstens, die Räder kommen weg. Damit der Anhänger eben steht, bocke ich ihn vorne und hinten auf diese Holzkästen auf. Ziel ist es ja, den Anhänger über eine ganze Weile als Ruheplatz stehen zu lassen, weshalb ich mich für diesen Ort hier im Wohnzimmer entschieden habe. An dem kann ich die Anhänger auch noch an der Heizung befestigen, damit er möglichst ruckelfrei steht. Meiner Meinung nach sind dicke Polster ein wichtiger Wohlfühlaspekt, wichtiger noch als eine Federung des Anhängers. Bei uns werden alte Sitzpolster von Gartenstühlen, alte Hundebetten und zerschnittene Matratzen verwendet. Also, der Anhänger steht möglichst eben. Und noch wichtiger ist, er ruckelt nicht beim Ein- und Aussteigen. Ihr seht hier, mit der Befestigung an der Heizung steht er wunderbar fest. Hier, mitten im Raum, schon nicht mehr ganz so, aber immer noch ganz gut. Und ihr werdet einen weiteren Punkt bemerkt haben, das Verdeck fehlt. Denn zu Anfang üben wir so offen es nur geht. Wir nennen das Cabrio. So. Nach einiger Zeit, abhängig von den Fortschritten des Hundes, solltet ihr die Räder anbringen. Auf diese Weise nähern wir uns dem Endzustand wieder einen kleinen Schritt mehr. Ich bastel mir hier mit Holzkisten, die ich mit Hantelelementen beschwere, eine möglichst feste Aufständerung im Raum. Kleine Anmerkung, für einige Anhängertypen gibt es Ständer, die diese Bastelei etwas erleichtern, aber auch da muss man beschweren. Denn, wie hier sehr schön zu sehen ist, ruckelt der Anhänger beim Ein- und Aussteigen deutlich mehr. Das kann den Hund schwer verunsichern. Hier habe ich alles nochmal an der Heizung verankert. Der Anhänger steht da schön fest. Ja, der Napoli war geschlossene Boxen nicht gewohnt, als er zu mir kam, hatte davor ziemlich Angst. Im Auto muss er auch nicht in einer geschlossenen Box fahren. Insofern war das Verdecktraining für uns auch eine langwierige Geschichte. Und wir üben das heute noch. Vielleicht konnten wir euch motivieren, das im nächsten Frühjahr auch mit einem Anhänger zu versuchen. Es lohnt sich total. Und vielleicht konnten wir euch jetzt hier die ersten Tipps geben. Seid gut unterwegs!